HD Remaster Edition. Resident Evil. Und wie kommt's? Oh, ich habe einfach Bock drauf gehabt. Natürlich sein, Breitbild. Oh, ne, mach mal Breitbild, das schaut schöner aus. Jupp. Passt. Wie soll ein gutes Spiel sein? Wir bergsteigen, erfüllen dabei eine Menge Arbeit. Wir wandern, das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. Oder wie ein Spaziergang. Man kann entspannt den Tag genießen. Wir nehmen die zwei. Und mit Quiz will ich nicht. Ganz ehrlich. Stimmt, ja, könntest ja ein anderes Outfit nehmen. Schwierig. Vielleicht beim zweiten Mal, dass ich die anderen Chill nehme. Oder vielleicht nehme ich privat die andere Chill. Ah, scheiße, ich muss ja noch. Das kann ich jetzt noch nicht machen. Alpha Team also ich flying around bin the jetzt mal still. Situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team. Disappeared during the middle of their mission. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Irgendetwas war jetzt mit dem Anfang. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Dining room. So, also irgendwas war jetzt mit dem Anfang, keine Ahnung. Der hat deswegen gesponnen. Ja, will ich mitnehmen. Ich will nicht speichern. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ah, okay. I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Blood. Jill,
see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Du hoffst es einfach, ja, ich hoffe es auch. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ich kenne ein Originalteil, also von daher sollte das nicht so allzu problematisch werden hier, hoffe ich. Ich meine, das HD Remastered wurde sehr erweitert, habe ich gehört und gesehen. Ich meine, ich habe es auf GameCube schon mal gespielt. Aber da bin ich jetzt allzu weit gekommen, hey Zombie. Also den zu töten bringt jetzt erstmal gar nichts. Nur wegrennen. Weiter verfolgt er eh einen, ob man ihn tötet oder nicht. Es ist jetzt eigentlich egal, weil sonst ist es Munitionsverschwendung. Look out, it's a monster! Let me take care of it. Das ist ein schlechter Schütze. Ehrlich mal. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Ja, auf jeden Fall. Also. Diese Uhr. Sie stört. Na, also man merkt schon. Zwar, es wäre nur Munitionsverschwendung gewesen. Wesker! Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Warum auch immer. Am besten hier anfängt. Eine chinesische Vase. Der Wahnsinn. Wackeln ihre Bubis wirklich? Ich habe es vorhin richtig gesehen. Also hier hinten ist normal eigentlich ein Treppendurchgang gewesen beim ersten Teil. Das war der richtigen ersten Teil. Also da wäre eigentlich kein Raum mehr hier hinten. Wäre einfach nur Treppen auf, also Durchgang gewesen mit Heilkraut. Das haben sie komplett rausgenommen und komplett neu gemacht. Barry. Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Sie haben folgendes, Dietrich! Ja! Listen. Something happens. Let's meet up in this hall. Got it? Ja. Habe ich verstanden. Komplett. So. Ich glaube, die Tür war sowieso zugesperrt. Genau, hier ist ein Helm eingraviert. So, da hinten gibt es eigentlich nur Farbband. Aber sonst weiter nichts von Interesse. Achso, hier gibt es ja keine Leiter mehr, Alter. Die Leiter haben sie herausgenommen, die blöden Flachköpfe. Schaut, das schon reicht.
Ja, reicht, gut. Aha, ja, gut. Ich hab die Karte, ja, ist doch schön. So, das wird zu erzählen, ein altes Foto in einem Rahmen. Vielleicht hatte diese Person etwas mit diesem Haus zu tun. Ich glaube, hier weniger. Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist eingraviert. Hurra! Also man kann ja nicht gehen. Ein Dolch, ja. Ausweichen mit Verteidigungsobjekten wie ein Dolch können Sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner Sie packt. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner Sie von hinten packt. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen Sie zum Statusbildschirm und wählen Sie ein Objekt im Menü. Verteidigungsobjekte wählen Sie dann den Befehl ausrüsten. Ist Ihr Verteidigungsobjekt in den Controller-Einstellungen auf manuell gestellt, so müssen Sie zum Verwenden das Verteidigungsobjekt LB drücken. Keine Ahnung. Ich schau gleich mal. Steuerung, Verteidigungsobjekte automatisch. Gut. Voll die Munition verschwendet, aber ist ja wurscht. Ein düsteres Gemälde des Hauses. Ein Schwertsymbol ist eingerührt. Normal könnte man das eigentlich mit einem Dietrich aufmachen. Also früher konnte man das mal mit einem Dietrich aufmachen, die Tür. Hoch. Menü. Da. Oh Gott, noch 6 Schuss. Das brauchen sie jetzt nicht, okay. Frau am Brunnen. Wahnsinn. Also hier komme ich nicht weiter. Tür ist verschlossen, ein Helm ist eingraviert. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag, ich will es nicht wissen. Ja, ja, dann gehen wir mal Barry noch. Also ab da ist es schon völlig verändert worden, das ist ja echt lausig. Baby, wo bist du? Hier ist Blut. Ja, anscheinend hat er was fest. Er kennt's Film. Das ist der Film, der Ken gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn anschauen kann. Leiche ihres Kameraden kennen. Ihm ist anscheinend etwas an die Gurgel gegangen. Ja, so könnte man es durchaus sagen. Aha. Warten.
Gut, schaut gut aus. Da ist ein Fahrstuhl, der ist auch neu. Da ist der Keller, der ist auch komplett neu. So viele Veränderungen hier. Tür ist verschlossen, ein Rüstungssymbol ist eingraviert, okay. Ich brauche Munition irgendwie. Jetzt bin ich am Arsch. Tatsächlich, ihre Bubis waren. Ach, Gott sei Dank. Ein großer Vogelkäfig, darin liegt ein toter Rabe. Oh. Eine Leiche liegt hier auf dem Boden, so als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Zombies. Fragt sich ernsthaft noch, was hier vorgefallen ist. Naja. Man könnte sagen, typisch Blondine, aber ist ja nicht mal eine. So. War hier früher nicht immer ein Safe-Raum? War mal. Rhabarber wahrscheinlich. Das ist hier oben auch mal größer. Das ist gut. Wegen Heilung. Ach, falscher Knopf. Huch, kombinieren wollte ich so eigentlich. Jetzt habe ich ein grünes Kraut voll verschwendet. Ach, halt die Klappe. Ach Gott, ja, das kenne ich noch aus dem GameCube. Da ist ein Schlüssel, aber ich brauche dazu quasi den falschen Schlüssel. Die Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol ist eingraviert. Hurray. Genau, ich brauche dazu den Plastikschlüssel, sonst da rupft mich das Ding hier. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist der wahre Geist der Glückseligkeit. Hurray. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Die machen Spaß. War ja hier was. Liegt der einer, aber der ignoriert sie einfach. Mein Gott. Seite aus verschlossen. Ja, wollen wir mitnehmen. Objektuntersuchung. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objektes werden angezeigt.
Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Die Pfeilspitze. Die Pfeilspitze besteht aus Period, die wie Smaragd aussieht. Ja, wenn du das sagst. Ah, da liegt ein Magazin. Einfach so rum. Ja, bitte. Gehen wir mal. Okay, die haben die Tür aufgeschlossen. Dann wollen wir jetzt nicht hin. Ist von der anderen Seite aus verschlossen. So, naja, gut, wo kommen wir da hin? Okay, irgendwas ist auf der anderen Seite. Da ist noch ein Dolch. Ja, den nehmen wir mit, freilich. Oh nein! Zwei Schuss. Okay. Da geht's dann wieder raus hier. Ist mal dabei. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist eingraviert. Das wäre ja auch zu viel gewesen, hätte. Ein Buntglasfenster. Das Muster also bitte erinnert an eine Frau. Wenn du was sagst. Eine nötige Statue. Und zum Glück weiß ich noch, was damit zu machen. Also das kenne ich noch. Aus den alten Teilen. Aus den original plastischen Teilen. So, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Mir tut es nicht leid. Nein, nein, tut es mir nicht. Oh je. Schluss jetzt! Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Hui, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Da hoch, darüber. Und dahinter? Ich glaube, da waren doch die Raben, oder? Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist eingraviert. Oh mein Gott, habe ich überhaupt einen Schlüssel für irgendwas hier? Sie können von Dunkelheit und Nebel nichts erkennen. Dunkelheit und Nebel so an sich. Ein Ölgemälde in einem großen Rahmen. Es ist gut erhalten und die abgebildeten Leute scheinen lebendig. Tja. So, komme ich jetzt wieder runter hier. Ach da. Oh, da kann ich rein, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja unmöglich. Hallo. Von der anderen Seite aus verschlossen. Ja, ganz zu viel. Gehen wir dahinter. Gehen wir mal mitnehmen. Ja, wir nehmen mit.
Ein Grabmal mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Welch Zufall. Welch mysteriöser Zufall. Verwenden. Es passt. Hallo. Ein Buch in die Einbuchtung eingepasst. Buch der Verflucht mit dem Ja, nehmen wir mit. Prüfen wir. Ein Schlüssel eingebildet in fernen Jahren. Hausschlüssel. Buch der Verfluchten. Buch der Verfluchten. Vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt. Riecht oder sieht. Kenne ich, Junge. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Ja, super. So, was habe ich jetzt für einen Schlüssel eingesackt? Kann ich den vielleicht jetzt mal verwenden für irgendeinen... Boah, ein Schwertschlüssel. Ein Schwert ist doch ein Eingrößer. Jetzt müsste ich eigentlich mal gucken. Wo ein Schwertschlüssel gebraucht werden kann. Toll. Wird hier nicht angezeigt. Eine Steinstotte mit einem Loch anstelle der Augen. Eine Steinstotte mit Löchern anstelle der Augen, Nase und Mund. Eine Steinstotte mit einem Loch anstelle der Nase. Die riecht nichts mehr, würde ich so sagen. Eine Steinstotte mit einem Loch anstelle des Mundes. Und die sagt nichts. Gut. Brauche ich erstmal Platz? Ich bräuchte eine Truhe. Das wäre ein Highlight. Vielleicht noch eine Munition, das wäre noch ein Highlight. Natürlich vom Plan aus. Ah, das war das Helm. Ach, das ist nicht auf der Karte angezeigt und das ist echt nervig. Boah, ich habe einen Schwertschlüssel verwendet. Ich kann weiter die erste Ebene absuchen, so wie ich es gesagt habe. Verschiedene Skulpturen und irgendwas anderes da. Dolch mitnehmen? Ja, ich nehme natürlich den Dolch mit.
So, genau. In your face. Ich bräuchte Truhe. Truhe, wo bist du? Bei den Hunden unter der Treppe war immer eine. Tritt drauf. Die ist schon lange nicht mehr geputzt worden. Ja, du hast doch gerade reingekühlt. Und durch. Nehmen wir mit. So was kann man immer brauchen. Ich habe einen Dietrich mal verwendet für eine Tür. Ich glaube, hier brauchst du einen Dietrich gar nicht so oft. Nur für Schubladen und so. Schade eigentlich. Ach Gott, Hunde. Ich weiß. Ich hasse es. Ruhig, nicht rennen. Nicht rennen, na toll. Nicht rennen. Bleib ganz ruhig, Stefan. Hier, ruhig. Gut. So, okay. Hier ist das Pflanzenmittel auf jeden Fall versteckt. Das ist awesome. Ich sehe nichts. Was haben wir da drin? Ah, okay. Hier brauche ich auf jeden Fall Platz. Da kriege ich die Shotgun. Scheiße. Fuck, ich habe mich jetzt überrascht. Muss ich ehrlich sagen. Oh, Gott sei Dank. Och, ich brauche keinen abendlich Platz. Den Kapuff hier. Kann ich echt das blöde Messer weglegen. Dann das Verband summieren. Die Shotgun-Munition erst einmal weglegen und zwar nach oben, würde ich sagen. So. Pistolenmagazin nehme ich noch nicht mehr. Das ist mein Reserve. Da. Treibstoffkanister, yep. Ah, da kann ich sie ja verbrennen.
Dazu brauche ich das Feuerzeug nach. Was ich ja noch leider nicht habe. Was, oder was denn das? Und Munition, würde ich sagen. Sonderweisung zur Entsorgung von Leichen. Eine neue Information bezüglich des dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindert. Einäschern oder Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin würde für alle noch nicht jeglich Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das müssen Sie selber finden. Wie nett. Alte Kiste und Leier. So. Ja. Hübsch. Verband, Verband brauche ich wirklich. Ja, will ich. Schau mal, ob es jetzt dazu klopft. Ja, die Tür lässt sich nicht öffnen. Hilfe! Oh God, what did I do now? Wesker! Barry! Help! Jill! You in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Toy. Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Fahrt ihr jetzt von Oma aus los oder was? Was? Okay. Kombinieren. Okay, auch Munition. Jetzt habe ich erstmal hier Schrot, aber Schrot ist selten. Ist noch seltener wie alles andere. So, jetzt habe ich meine kleine süße Waffe. Ein Dolch.
Ah, oh, nein. Oh. Blöds. Jetzt hast du einen Dreck. Ehrlich. Mich zu beißen. Das ist eingraviert. Die Tür ist verschlossen, eine Rüstung ist eingraviert. Da hinten komme ich zwar raus, so wahrscheinlich nicht ganz raus. Also im alten Teil habe ich ja die Wappen gebraucht. So, jetzt habe ich nur eine Warnung. Das wird reichen, hast du mal. Lehrer, ach so, ja. Hier da oben. Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol ist eingraviert. War klar. Volle Heilung jetzt. Kann ich das noch verwenden? Da bin ich wieder gesund. Die Tür ist verschlossen, eine Rüstung ist eingraviert. Hat keinen Griff, sie können nicht durchgehen. Super. Sie haben die Tür aufgeschlossen. Wohin habe ich sie aufgeschlossen? Pfeife. Ja, nur mit. Ein zerknülltes Memo. Heute weiß, wie es mich Sir Spencer an, etwas zu so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich durch
welches durch ein gefährliches Tier schützen, wie etwa einen bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen. Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon im ersten Obergeschoss, an der Westseite der Terrasse. Und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen, das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist darin verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollten Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten. Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. Ein Schachbrett aus Elfenbein. Anscheinend endet das Spiel mit einem Schachmatt. Ein altmodisches Grammophon. Die Schallplatte ist Jupiter. Botanik. Verwendung medizinischer Kräuter. Es ist allgemein bekannt, dass vielen Pflanzen Heilkräfte zugeschrieben werden. Seit Urdenken heilen Menschen Wunden und Krankheiten mit verschiedenen Pflanzen. In diesem Buch untersuchen wir drei Kräuter, die in den Arklay Mountains wachsen und zeigen deren medizinische Eignung auf jedes Kraut. Weist eine unverwechselbare Farbe auf und zeichnet sich dadurch ein eigenes medizinisches Nutzen aus. Das grüne Kraut stellt körperliche Kraft wieder her. Das blaue Kraut neutralisiert natürliche Giftstoffe. Das rote Kraut allein hat keine Wirkung. Wird es jedoch den grünen oder den roten Kraut beigemischt, so verstärkt es deren Wirkung. Sie sollten allerdings ruhig selbst experimentieren, denn wahres Wissen wird am besten durch eigene Erfahrung erworben. Ja, Feuer jetzt richtig mit. Jetzt habe ich wieder keinen Platz. Das ist echt wie ein Fluch hier. Kann ich das zurückschaffen jetzt alles erst nochmal? Die Hundepfeife, brauche ich jetzt unbedingt die Hundepfeife? Ich weiß es gerade nicht. Das ist echt stressig hier alles mit zu schläupfen. Das macht Spaß. Aber ganz ehrlich, zurzeit kann ich mir das nicht leisten, hier irgendwas mit Schlüpfen. Vor allem nicht am Anfang. Verstehe, wie du jeden Scheiß irgendwas haben musst. So wie wieder drei Fälle, das reicht halt mal. Ich kann ja auch einen Kamin anzünden hinten, ne? Moment, das Feuerzeug brauche ich mal ganz schnell wieder. Stimmt ja, da war ja was. Quiz hat es ja automatisch mit drin, ne? Du kannst es ablegen. Chill, muss es ja mitschläufen. So will, ne? Das Feuerzeug will ich
glaube ich, öfter brauche. Das Feuerzeug kann man ruhig mal mitnehmen. Genauso wie die blöde Hundepfeife. Die Hälfte noch. Naja, gut, das wird reichen. Jeden Safe-Raum ist ja so ein Kanister eigentlich. Hoffe ich. Ich meine, ich habe es wirklich bis vom Gamecube bis zum gewissen Ding gespielt, aber dann ist echt. Sind mir irgendwann mal die Rätselglocken aufgeläutet. Stimmt, ich brauche was zum Abdrücken, ne? Aha. Naja. Seine Karte mitnehmen, ja. Oh, da ist ein Raum, wo ich rein könnte. Und was ist hier? Hier gibt es nur einen Haufen Krimskrams. Tür ist verschlossen. Ein Rüstungssymbol ist eingraviert. Hey. Ich habe einen Schwertschlüssel verwendet. Ich habe meinen Schlüssel für irgendwas wieder verwendet. Barry. Jill. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Säuregeschoss. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Meine
allgemeine Frage, wie bewegt sich Barry eigentlich? Ich habe die ganzen Schlüssel. Ich sammle die ganzen Schlüssel ein. Die ist verschlossen, eine Rüstung ist eingraviert. Okay, da haben wir eine Rüstung gebraucht. Ist von der anderen Seite was verschlossen. Ja, geh her. Na, ja, das ist gut. Jetzt habe ich den Schwertschlüssel verwendet. Stirb. Er ist anscheinend schon ein paar Stunden tot. Ein paar Stunden erst. Der Schreibmaschine. Wenn ich ein Fahrplan hätte, könnte ich speichern. Wenn ich jetzt da ausschneide, hätte, könnte ich reingucken. Ein zerwühltes Bett. Hier gibt es verschiedene Arten von Serien. Viele haben schon sonderbare Farben. Von Heilmitteln oder so ein Scheiß. Von Säure. So, das tun wir mal da rein. Hundepfeife lassen wir drin. Gewehr lassen wir auch mal drauf. Jetzt habe ich ja weiter keine Munition gefunden fürs Gewehr, also wird es recht kritisch sein. Suchen wir noch ein wenig die erste Ebene ab. Es riecht unangenehm. Okay, schaut irgendwie komisch aus von Weitem jetzt. Ich habe wieder einen Dietrich verwendet. Batteriepacke, ja, nehme ich mit. Hier ist die. Nein, das Defekte kannst du behalten. Hier wäre mal Ding. Leute, hier war mal die Magnum versteckt, glaube ich. Farbband? Ne, brauchen wir jetzt nicht. Hier war mal auch eine Schrottpatrone oder so versteckt. Das ist. Sind noch Kerosin da? Ist verschlossen. Eine Rüstung ist eingraviert. Tür ist verschlossen. Ein Helm ist eingraviert. Huch. Das wollte ich jetzt gar nicht. Sie haben die Tür aufgeschlossen.
Früher habe ich da mal einen Fingerabdruckscanner gebraucht oder eine Zahlenkombination. Ach, jetzt bin ich hier. So lang? Ja. Gibt es irgendeine Tür, wo ich nicht aufgeschlossen habe? Das müsste die hier sein. Ah, von der anderen Seite ist sie verschlossen. Okay. Ah, wie komme ich denn da hin? Eine interessante Frage, wie ich da hinkomme. Jetzt habe ich noch ein Schwert. Und eine Tür geht noch damit auf, wo ich weiterkomme. Hier gehen keine Türen weiter auf. Ich gucke mal auf die andere Seite, vielleicht kriege ich da noch ein paar Türen auf. Oder bin ich von der anderen Seite gekommen? Oder? Ja, genau, das war Rüstung. Schreibmaschine, Inventarbox. Ich gehe mal eins runter. Ich glaube, da hinten ging es noch ein bisschen weiter. Die etwas andere Uhr. Tick, 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 tick. Genau. Schauen wir mal, da hinten sind auch noch ein paar Türchen. Ja, der blaue Diamant, wo runtergefallen ist. Möchte ich auch noch aufsammeln, habe ich eigentlich auch keine Lust jetzt drauf zurzeit. Ist von der anderen Seite aus verschlossen, okay. Tür ist auch verschlossen, eine Rüstung ist eingraviert. Geht's mal dahinter? Hier ist ein Aufzug. Okay, von diesem Stockwerk aus kann ich nicht betreten. Ich gehe jetzt hier mal runter, da war ich nämlich auch noch nicht. Okay, das war jetzt die letzte Tür mit dem Schwertschlüssel. Okay, der Strom ist wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Auf den Tellern wimmelt es von Maden. Mmh, lecker. Ein Stück Fleisch. Unbekannten Ursprungs. Ein Stück Fleisch. Seid aus verschlossen. Toll.
Haufen Gewürze, die sie noch nicht gesehen haben. Oh mein Gott. Oh nein, was kommt da jetzt? Irgendwas Schlürfendes. Ein Mega-Zombie. Warum fällt die eigentlich immer hin, wenn sie einen Zombie sieht? Die ist von Stars. Das ist von der Spezialeinheit. Bloß um diese Cutscene zu sehen. Das ist so eine Frage. Da ist noch ein Dolch, den habe ich fast übersehen. Hallo, sammle den blöden Dolch auf. Danke. Da sagt sie nichts, da macht sie nichts. Frauenzimmer. Die Hundepfeife. So, da habe ich den blauen Edelstein, den brauche ich später. Und hol mir mal das Kraut. Das brauche ich auch. Genau. Yeah.
hasse Hunde. So. Später was. Chemikalien behalte ich, Feuerzeug behalte ich. So. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Das ist eine gute Frage. Ne? Puh. Lösungsschlüssel, die ich weiterkomme. Thank you.
Gehe ich mal ins Treppenhaus, da habe ich noch irgendwas. Hier ist noch irgendwas im Treppenhaus. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ach so, ja. Genau, da war ja was. Jetzt habt ihr gesehen, was ich für Probleme habe. Jetzt brauche ich. Puh. Was bist du da hinten? Da? Da geht's ja bloß da runter oder komme ich alles weiter? Dran vorbei wahrscheinlich.
brauche ich das andere Symbol. Der Raum leuchtet immer noch. Sehe ich wie im Blutverband? Nö. Oh, wie geht die Uhr, was dahinter ist? Das kann natürlich auch sein. So, jetzt habe ich alles abgegrast. Glas ist zerbrochen und das Bild wurde aus dem Rahmen genommen. Auch irgendein Schlüssel. Ich habe irgendwas eingesteckt vielleicht. Ich brauche. Ich müsste auf die Dachterrasse des ersten Obergeschosses.
Puh. So, ich habe hier natürlich das ist meine einzige Chance. Ich check das mal ab. Da ist ja auch eine Tür. Bei der Tür. Ja, jetzt irgendeine Tür habe ich übersehen, das wusste ich. Genau, da bin ich richtig. Endlich kann ich nämlich hier aufmachen. Ach, Gott sei Dank. Huch. Scheiße, jetzt bin ich reingegangen, was man sieht. Ich klicke nämlich immer alles ab. Um zu sehen, ob was rumliegt. Aber Munition siehst du ja nicht. Irgendeine Tür habe ich übersehen, das wusste ich doch jetzt. Völlig peinlich. Zum Glück habe ich die Hundepfeife dabei. Warnung. Nein! Ich habe nicht gespeichert. Oh nee. Oh. Scheiße, Dike. Nein! Ich habe wirklich nicht gespeichert übrigens. Das ist jetzt nicht gelogen. Ich habe nicht gespeichert. Keul. Nee. Jetzt ist gut. Ich spiele bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.